einen Augenblick, gleich geht's los. So, das wäre der erste Schirm. Und das wäre der zweite. Naja. Doch zunächst einmal guten Tag, liebe Kinder. Ich bin hoch erfreut, euch kennenzulernen. Von ganzem Herzen grüße ich den Freund der Kinder auf der ganzen Welt, Hans Christian Andersen. Die Vögel, die Blumen, ja die Stühle und sogar dieser alte Schrank. Sie alle erzählten ihm ihre Märchen und Geschichten. Viele kennt er allerdings auch durch mich. Denn nicht umsonst hat Hans Christian Andersen immer wieder gesagt, niemand weiß so herrliche Märchen wie Ole Lukoje. Ach richtig, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Mein Name ist Ole Lukoje. Früher in alten Zeiten nannte man mich den Gott der Träume. Aber nun sagt selbst, Kinder, sehe ich aus wie ein Gott? Ich bin ein Mensch wie ihr, nur dass ich ein bisschen zaubern kann. Jeden Abend, wenn ihr schlafen geht, warte ich, bis ihr euch zugedeckt habt. Dann komme ich ganz leise ins Zimmer. Ich schleiche sacht auf Zehenspitzen bis an euer Bett. Und blase euch kräftig auf den Hinterkopf. Ich blase, eure Augen fallen langsam zu und ihr schlaft ein. Jetzt nehme ich den einen Schirm, den Mund, und öffne ihn. Er belohnt alle, die artig sind und brav. Ich drehe ihn über ihren Kopf, seht ihr so. Und im Traum erleben die Kinder die lustigsten Märchen. Ja, und für wen ist wohl der schwarze Schirm? Ich brauche ihn zum Glück selten. Er ist für die kleinen Bösewichte bestimmt. Ich öffne ihn wie den anderen und sie schlummern sofort ein. Es wird dunkel und sie schlafen wie die Murmeltiere. Aber ohne Märchen, ganz ohne Traum. Weil ich überzeugt bin, dass ihr meine kleinen Freunde immer liebt, aufrichtig und fleißig seid, keine Raufbolde oder gar Tierquäler, werde ich euch eines meiner schönsten Märchen erzählen. Hört also und seht. Folgt mir in eine alte Stadt mit winkligen Straßen und Gässchen. Etwas schenken. Hier, diese Rose. Ich habe sie heimlich für dich gepflanzt. Und ich habe eine rote. Damit wollte ich dich heute überraschen. Dankeschön. Kai, unsere beiden Rosen sollen zusammen weiterwachsen. Ja, das sollen sie. Ja.
Erde? Gute Freunde sollen sie sein. So wie wir. Und unzertrennlich. So wie wir. Und lieb haben sollen sie sich. Ja, Gerda, sie sollen sich lieb haben, wie wir. Ja. Kai! Gerda! Ich komme! Ich komme! Auf Wiedersehen, liebe Gerda! Auf Wiedersehen, lieber Kai! Ja, so lieb hatten sich die beiden. Den Sommer über verbrachten sie in ihrem kleinen Dachgarten. Doch wenn im Herbst der Regen an die Fisch, später der Winter seinen Einzug hielt in die kleine Stadt und die Tage immer kürzer wurden, dann besuchte Kai seine Gerda und ihre Großmutter erzählte. Ach, wie gemütlich ist ein Winterabend in der warmen Stube, wenn das Feuer so lustig im Ofen knistert. Seht nur, wie es wieder schneit. Wirbeln die Flocken nicht durch die Luft, als wären es kleine weiße Bienen? Großmutter, ach bitte erzähl uns doch, woher kommen eigentlich diese Schneeflocken, die herumtanzen wie weiße Bienen? Vom Norden übers Meer wehen eisige Winde ins Land. Sie bringen Nebel, Kälte und Schnee. Es sind die grimmigen Diener der Schneekönigin. Aus den Wellen des Eismeeres ragt ihr Schloss empor. Ein prunkvoller Palast aus funkelnden Eiskristallen. Ist sie denn schön, Großmutter? Ja, aber ihre Schönheit ist so ungewöhnlich, dass ich sie euch mit Worten kaum beschreiben kann. Wie ein Kunstwerk aus glitzerndem Eis erscheint die Königin auf ihrem Thron. Und dennoch lebt sie. Ihre Augen leuchten wie Sterne, doch sie strahlen keine Wärme aus. Geheimnisvolle Schätze birgt ihr Palast. Dort gibt es einen Eisspiegel, durch den die Königin alle ihre Besitzungen übersieht. Unendliche Schneefelder, gefesselt vom ewigen Eis des Meeres. In stürmischen Nächten aber fliegt sie, von Eiswinden begleitet, durch die Straßen der Städte und schaut in die Fenster. Wie sie uns anguckt. Red keinen Unsinn. Hier kommt keiner herein. Du bist aber ein Angsthase. Ja, hast recht, ich weiß. Aber sie ist eine mächtige Königin. Und sie kann auch nicht herein? Ganz bestimmt nicht? Soll sie es nur versuchen. Ich setze sie einfach auf den heißen Ofen und hast du nicht gesehen? Auf den heißen Ofen. Verschmilzt sie. Verschmilzt sie. Die Königin verschmilzt. Ihr Eissplitter, lasst euch beschwören. Lasst euch durch meine Hände Zauberkraft beschwören. Fliegt fort, jagt mit den lärmenden Stürmen um die Wette über die Erde dahin und bohrt euch spitzen Pfeilen gleich in die Augen und Herzen der dummen Menschen. Derjenige, dessen Auge ihr trefft, soll in allem nur das Schlechte sehen. Und derjenige, in dessen Herz ihr eindringt, soll nicht mehr wie ein Mensch fühlen und handeln. Tragt das Böse in die Welt. Überall hin. Fliegt. Oh. Ein richtiger Schneesturm. Auf fein. Schnell ans Fenster.
Diese bösen Augen. Ich hab Angst. Das Fenster. Mach sofort das Fenster zu. Er hat mich ins Auge getroffen. Und das hat, tut mir auch weh. Warte, ich helfe dir. Vielleicht kann ich den Splitter rausziehen. Lass mich in Ruhe, dummes Mädchen. Es ist ja schon längst wieder gut. Unsere Rosen. Von mir aus wirft ihr auf den Müllhaufen. So, so, so. Großmutter! Großmutter! Nicht weinen. Musst nicht weinen. Sei nicht traurig. Der arme Kai. Der Splitter hat sein Herz verwandelt. Es ist wie aus Eis. Wo er kann, neckt er Gerda. Er ist so frech, dass sich die gute Großmutter über ihn ärgern muss. Und wer ist schuld an allem? Der Eissplitter, der ihn ins Auge getroffen hat und ins Herz. Doch seht, was weiter geschah. Schlitten fahren. Bitte, nimm mich mit. Du fällst bloß runter und hältst mir die Ohren voll. So oft bist du mit mir gerodelt. Und ich bin nie hingefallen. Eine Heulsuse bin ich auch nicht. Du fällst nicht runter? Und wenn, dann weinst du nicht? Los, setz dich hin. Der Junge, der mich auf einen heißen Ofen setzen wollte. Du bist ja ganz durchgefroren.
Na, komm zu mir. Frierst du noch immer? Mir ist furchtbar kalt. Und mein Herz ist wie Eis. Ich geb dir keinen Kuss mehr. Du darfst dich nicht vor mir fürchten. Hab Vertrauen. Ich führe dich in ein Reich der Kälte, in dem du Ruhe finden und alles vergessen wirst. Dein Herz wird keine Freude mehr empfinden, aber auch keinen Schmerz. Das ist das wahre Glück. Gerda wartete. Der Frühling kam, aber Kai kehrte nicht zurück. Vielleicht war ihm ein Unglück zugestoßen und er brauchte ihre Hilfe. Da durfte sie den Freund nicht im Stich lassen. Sie nahm ihr bestes Kleid aus dem Schrank, zog ihre neuen roten Schuhe an, gab der schlafenden Großmutter noch einen Abschiedskuss und machte sich unverzüglich auf die Suche nach Kai. Tapfere kleine Gerda. Ihr kommt doch überall hin, ihr Schwalben. Könnt ihr mir nicht sagen, wo Kai ist? Wir haben ihn nicht gesehen. Das wissen wir auch nicht. Tut uns leid. Zicklein, weißt du, wo ich Kai finde? Nein, keine Ahnung. Bin heute erst zur Welt gekommen. Fluss, lieber Fluss, sag mir, ob du Kai getragen hast. Oder ob er gar ertrunken ist. Hier, meine neuen Schuhe. Ich schenke sie dir, wenn du mir weiterhilfst. Warum willst du sie dir nicht nehmen? Zeig mir, dass du meinen Wunsch verstanden hast. Nimm die Schuhe, bitte. Hab Dank. Nicht wahr? Du bringst mich zu Kai. Wir begleiten dich. Keine Angst, dir geschieht nichts. Mädchen, gewiss hast du dich hierher verirrt. Guten Tag. Wie hast du es nur fertiggebracht, diesen Fluss zu überqueren? Allein, ohne Begleiter? Ich bin auf der Suche nach meinem besten Freund. Er heißt Kai. Komm herein, komm, mein Kind. Du wirst hungrig sein und müde. Oh, was für herrliche Blumen. Darf ich diese Blumen fragen, wo Kai ist? Du gefällst mir, kleines Mädchen. Wie hübsch du bist und wie zart.
Schon lange habe ich mir so ein liebes Töchterchen gewünscht. Leg dich nieder und ruh dich aus. Nein, das geht nicht. Ich darf keine Zeit verlieren. Schlaf. Schlaf. Alles sollst du vergessen. Jeder Tag, den du in diesem Garten zubringst, möge dir wie eine Stunde vorkommen. Und von jeder Woche, die vergeht, sollst du meinen, sie sei nur ein Tag gewesen. Schlafe gut. Schlaf, mein Kind. Ihr werdet es schon erraten haben. Diese alte Frau war eine Zauberin. Aber sie war nicht bösartig und sie machte von ihren Zauberkünsten nur ganz selten Gebrauch. Nur zu ihrem Vergnügen. Dieses Mal tat sie es, weil sie Gerda gar zu gern bei sich behalten wollte. Viel zu lange hatte sie sich schon nach einem lieben Töchterchen gesehnt. Sie musste erreichen, dass Gerda alles, was vorher gewesen war, vergaß. Vor allem natürlich Kai. Dieser Garten ist so wunderschön. Und ich bin traurig, seit ich hier bin. Warum nur? Zwei Rosen? Eine weiße und eine rote? Jetzt weiß ich es wieder. Kai! Weckt sie nicht auf. Ich kann nicht länger hier bleiben. Vielleicht ist Kai dann verloren. Öffne dich, liebe Pforte. Lass mich hinaus. Sperre mich nicht länger ein. Ich muss endlich zu Kai. Danke, liebe Pforte. Herbst? Und hier ist Sommer? Kai! Kai! Wo bist du? Antworte doch! Kai! Als ob sie alle mit mir weinen. Um Kai. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Korax. Ich heiße Gerda, sehr angenehm. Ein kleines Mädchen geht allein spazieren. So spät am Abend. Kra, kra, gar nicht ängstlich. Ach, glauben Sie das nicht? Ich fürchte mich sehr. Aber ich bin auf der Suche nach Kai. Sie kommen doch viel herum. Haben Sie keinen Jungen getroffen, der Kai hieß? Kai, sagst du? So in deinem Alter? Ja, ja, mein bester Freund. Ein tapferer, guter Junge. So, so. Sehr tapfer und gut. Ja, ja. So einer ist in der Tat hier aufgetaucht. Oh, dann war es sicher Kai. Schon möglich. Unsere Prinzessin fand sofort Gefallen an. Oh, alle, die ihn kennen, lieben ihn. Es hat den Anschein.
Ich glaube nicht, dass sie ihn wieder fortlässt. Die beiden sind nämlich Freunde geworden. Kra, kra. Unzertrennlich. Ach bitte, sagen Sie mir, wo finde ich ihn? Ich muss ihn sehen. Nichts einfacher als das. Ich bringe sie zu ihm in den Palast. Der, den ich meine, hat blonde Locken. Kai! Er ist liebenswürdig und hat strahlende blaue Augen. Natürlich, das ist er. Laufen wir. Kai, ich komme. Aber nicht so schnell. Bitte nicht so schnell. Mein Fräulein, wir sind am Ziel. Wie schön es hier ist. Sie gestatten, meine Braut. Guten Tag. Meine Verlobte ist im Palast angestellt. Und das ist eine gute Bekannte unseres Prinzen. Sehr erfreut, ja. Sie konnten kaum einen günstigeren Zeitpunkt wählen. Die Prinzessin gibt einen Ball. Oh. Tja, ich fürchte, man wird Ihnen den Zutritt verwehren. Und warum? Was für eine Frage. Bei Hof trägt man Schuhe. Ach, weil ich barfuß bin. Kra, kra, ich bitte dich. Also meinetwegen, warten Sie hier. Ich habe einen Plan. Vielleicht gelingt es mir, Sie durch den Hintereingang hineinzuführen. Vielen Dank. Wie herrlich. Ritterrüstung. Sie ist Ihnen hohl. Das werde ich Ihnen gleich beweisen. Na, haben Sie gehört? Stimmt, sie ist hohl. Fleck. 3, 4 muss weg. Sind wir denn noch nicht bald bei Kai? Na, 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 na. Ihre Ungeduld wird alles verderben. Vorsicht, Schritte! Schreck bekommen. Na, 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 na. Wie kann man nur so geschwätzig sein? Das begreife ich nicht. Gehen wir weiter. Da! Diesmal weiß ich Bescheid. Haben Sie gehört?
Vollkommen wohl. Sie bringen uns um Kopf und Kragen. Das ist doch ein echter. Halt, das ist seine Zimmertür. Ich werde Kai wiedersehen. Nichts zu befürchten. Erzähle uns, was du auf dem Herzen hast. Vielleicht können wir dir helfen. Ich bitte euch sehr, lasst meine Freunde frei. Welch interessanter Besuch. Ich dachte, sie wären Kai, mein lieber Kai, den ich nun schon so lange vergebens suche. Oh, diese Treue ist wirklich rührend. Worauf wartet ihr, Dummköpfe? Lasst alle Gefangenen sofort frei! Achtung! Wache rechts um! Wache Kit! Wache Marsch! Bitte hör auf zu weinen. Ich kann Tränen nicht sehen. Bitte. Das ist aber auch zu traurig. Tja, das war wieder eine arge Enttäuschung. Gerda fand nicht Kai, sondern einen fremden Prinzen. Aber irgendwo muss der Freund doch sein. Passt mal auf. Suchen wir ihn. Aha, da, das ist der Eisgipfel der Erde. Und warum, Kai? Weil sie gleichmäßiger sind. Es gibt keine Abweichung, wie bei den richtigen. Du machst Fortschritte. Deine Klugheit wächst. Nur etwas. Woran liegt es, dass deine Eisblumen nicht duften? Kai, wie oft habe ich dir schon gesagt,
dass der Duft der Blumen, dass Freude und Schönheit, die eure Dichter preisen, dass Liebe, Treue und Freundschaft in Wirklichkeit nicht existieren. Und dass du das alles für immer vergessen musst, Kai. Vergessen! Ja, ich vergesse es. Du weißt also nicht mehr, was Freude ist? Nein? Nein. Und was ist Treue? Weiß nicht, ich hab's vergessen. Und du erinnerst dich auch nicht mehr daran, was Liebe ist, Kai? Was Liebe ist? Ich weiß es nicht. Doch, ich erinnere mich noch. Gerda! Gerda? Ja. Du erinnerst dich noch an Gerda? Ja. Sei unbesorgt. Bald wirst du auch Gerda vergessen. Nur noch wenige Tage und dein Herz wird ein Eisklumpen sein. In dieser goldenen Kutsche sollst du die Reise antreten. Zum Abschied schenke ich dir diesen Muff. Und deine Schuhe nicht wieder verschenken. Lauf ja nicht barfuß. Ist gut, ich werde dran denken. Kra, kra! Gute Reise! Ich danke euch. Vielen Dank. Ich wünsche dir vor allem, dass du deinen Kai bald findest. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Gute Fahrt, Gerda! Alle waren sie gut zu mir. Die Menschen und die Tiere. Und eine kostbare Dame. Sieh an! Da läuft einem ja das Wasser im Mund zusammen. Was für ein zartes, appetitliches, junges Ding. Das gibt einen Festschmaus. Dass dich der Teufel hole, du missratener Balg! Beißt die eigene Mutter! Du! Hände weg! Das ist ein Spielzeug! Verstanden? Was fällt dir ein, ihren Muff zu stehlen? Gib ihn zurück! Aber Töchterchen, das ist meine! Mach, dass du wegkommst! Aber ein bisschen Dalli! Ich werde dich beschützen vor diesen rauen Burschen! Und es wird dich keiner umbringen, solange ich das nicht will. Oh, was für schöne warme Handschuhe du hast. Bitte, ich schenke sie dir. Und die Kapuze? Wenn sie dir gefällt. Na,
Mutter. Versperrt sind wir, und uns gehört der Wald allein. Stehlen, wie die Raben, und wollen niemals nüchtern sein. Denn ein echter Räuber, der lehrt das Hass bis auf den Grund. Trinken, rauben, morden, das hält den Räubers man gesund. Schon. Meine Tiere, sie gehören alle mir. Hier, küsse sie. Sie kann nicht wegfliegen. Du armes Täubchen. Diese da sind die Spitzbuben des Waldes. Guten Tag, mein Liebling. Na, wie ist es mit einem Tänzchen? Siehst du nicht, dass wir einen Gast haben? Oder hast du heute keine Lust? Das erlaube ich nicht. Du darfst das Tier nicht quälen. Du? Spar dir dein Mitleid. Weg. Außerdem geht es dich überhaupt nichts an. Weil du sie so liebst, wirst du von heute an mit ihnen zusammen in dieser Höhle leben. Prinzessin. Warum nennst du mich Prinzessin? Ich bin doch die Gerda. Ich wandere durch die weite Welt, weil ich meinen besten Freund wiederfinden muss. Er heißt Kai. Das ist schön dumm von dir. Wo kann er denn sein? Ich weiß es nicht. Dann ist es erst recht dumm. Na, nun mach schon den Mund auf. Komm, erzähl mir alles. Plötzlich verschwand der große fremde Schlitten und zog Kai in schneller Fahrt mit sich fort. Er kam nicht zurück. Niemals! Sie dürfen dir nichts tun. Und wenn sie darauf bestehen, wenn sie verlangen, dass du sterben sollst, keiner von denen wird dich anrühren. Lieber töte ich dich selbst. Wir wissen, wer ihn entführt hat. Die Schneekönigin! Die Schneekönigin hat ihn entführt? Sie raste an unserem Nest vorbei. Sie atmete und alle, die ihr Hauch traf, starben. Nur wir blieben am Leben. Sie schien auf dem Wege nach Lappland zu sein. Nach Lappland fuhr sie? Wo liegt denn das? Im hohen Norden. Ich bin dort geboren. Oh, weite Schneefelder und ewiges Eis. Ruhe! Schluss mit der Unterhaltung! Aber Sie wissen doch, wo Kai ist! Setz dich und flenne nicht! Redet! Was wisst ihr von Kai? Alles! Alles! Wir wissen alles! Ja, alles! Und ich weiß es auch. Was? Du auch? So ist das. Thank you.
aufgepasst. Ich schenke dir die Freiheit unter einer Bedingung. So schnell du kannst, bringst du Gerda zur Schneekönigin. Oh, wie gut du bist. Ich verspreche es und danke dir. Ihr anderen seid gefälligst still. Sonst überlege ich es mir noch. Bitte seid ruhig, sonst ist alles verloren. Du wirst frieren. Da hast du deine Kapuze wieder. Das ist nett von dir. Die Handschuhe? Dankeschön. Und die Muff? Danke. Nein, den Muff behalte ich lieber. Worauf wartet ihr? Geht doch! Ich danke dir von Herzen für alles. Vielen Dank. Lass mich damit zufrieden und verschwindet. Oder willst du vielleicht, dass ich es mir überlege? Hey? Leb wohl. Ich kann sowas nicht leiden. Los, Schittisch weg. Und denk an dein Versprechen. Lauf schnell wie der Blitz, aber gib auf Gerda Acht. Leb wohl. Ach, diese falschen Zärtlichkeiten. Diese dummen Zärtlichkeiten! Schert euch alle fort! Ich will euch nicht mehr sehen! Ich hab genug von euch! Verschwindet! Macht, dass ihr rauskommt! Ich habe euch doch freigelassen. Warum geht ihr nicht? Lasst mich in Ruhe, bitte. Rentier, bitte spring! Es wird schon gut gehen, ganz bestimmt! Kommt ihr leider zu spät. Die Schneekönigin ist wohl in Lappland gewesen, aber nur ganz kurz auf der Durchreise. Sie ist gleich weitergefahren nach Finnland. War ein Junge bei ihr? Es saß jemand neben ihr. Ich habe es deutlich gesehen. Ein kleiner Junge mit blonden Locken. Das ist er! Kai! Hast du gehört? Wir müssen nach Finnland. Sofort! Bitte! Schade, dass ich kein Papier habe. Ich könnte höchstens auf einen getrockneten Stockfisch schreiben. Und das tue ich auch. An meine Verwandte in Finnland. Übergib mir das mit vielen Grüßen. Sie wird dir weiterhelfen. Gute Reise und beeil dich! Ich habe meine Freiheit wieder. Aber ich bin in Eile, in großer Eile. Oh! Na, sowas.
bitte Hilf der kleinen Gerda. Kai! Wir müssen Kai aus der Gefahr retten. Gib ihr die Kraft von 12 Männern, dass sie die Schneekönigin besiegt. Nein! Dazu könnte ich ihr niemals verhelfen. Es gibt keine größere Kraft als die, die Gerda besitzt. Unantastbar ist sie und unüberwindlich. Denn nichts auf der Welt ist stärker als ein liebendes Herz. Aber ihr müsst euch beeilen. Ich schlafe nicht. Es kann gleich weitergehen. Oh je, ohne Mütze und ohne Handschuhe. Halt! Anhalten! Deine Handschuhe! Gerda, du hast den warmen Mantel vergessen. Du wirst ihn brauchen in diesem Schneesturm. Oh je, oh je, oh je. Ich bitte dich. Steh doch auf. Ich weiß, wie müde du bist. Glaub mir. Aber ich kann nicht bei dir bleiben. Ich muss doch zu Kai. Leb wohl. Sieh doch, Kai! Ein Eissplitter!
Gerda! Liebe Gerda! Du erkennst mich! Du hast mich nicht vergessen! Gerda! Endlich, Kai! Ich freue mich jetzt so! Gerda! Lieber Kai! Die Schneekönigin! Lass uns fortlaufen! Schnell weg! Zu spät. Ich weiß bestimmt, dass Gerda und Kai und auch euch noch viele schöne Märchen bevorstehen. Darum will ich für heute schließen.